Die Lage an der ukrainisch-russischen Front verschiebt sich zunehmend zu Ungunsten der Ukraine. Insbesondere die russische Offensive in Richtung Kharkov bringt Kiew und seine westlichen Unterstützer in Bedrängnis. Um eine Wende herbeizuführen, soll der Ukraine nun gestattet werden, westliche Langstreckenwaffen auch gegen Ziele in Russland selbst zu richten. Großbritannien hat Kiew schon Mitte Mai grünes Licht erteilt für die entsprechende Verwendung der britischen Storm Shadow Marschflugkörper. Nun mehren sich auch in Washington Stimmen, die das einfordern. So fordert etwa die ehemalige US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland: They need to be able to stop these Russian attacks that are coming from bases inside Russia. So I think there's also a question of whether we, the United States and our allies, ought to give them more help in hitting Russian bases, which heretofore we've not been willing to do. I think if the attacks are coming directly from over the line in Russia, that those bases ought to be fair game, whether they are where missiles are being launched from or where they are where troops are being supplied from. Zuvor hatte bereits US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba geäußert, dass die USA der Ukraine nicht vorschreiben, wie sie die gelieferten Waffen einsetzen solle. So, first, let me be very clear about one thing, which actually shouldn't require clarity, which is that the United States is committed to helping ensure Ukraine winning this war. And I think we've shown that through the extraordinary support that we've provided and that we continue to provide. We have not encouraged or enabled strikes outside of Ukraine, but ultimately Ukraine has to make decisions for itself about how it's going to conduct this war, a war it's conducting in defense of its freedom, of its sovereignty, of its territorial integrity. And we will continue to back Ukraine with the equipment that it needs to succeed, that it needs to win. Es verwundert daher nicht, dass auch die NATO ihre Position entsprechend anpasst. Am Montag nahm die Parlamentarische Versammlung der NATO eine Abschlusserklärung an, dass die Ukraine fortan legitime Ziele innerhalb Russlands angreifen dürfe. Bereits am Freitag hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit dem britischen Nachrichtenmagazin The Economist argumentiert, dass die Restriktionen für die Ukraine aufgehoben werden müssten. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Verbündeten darüber nachdenken, ob sie nicht einige der Beschränkungen aufheben sollten, die sie für den Einsatz der Waffen, die sie der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, auferlegt haben. Vor allem jetzt, wo es in Kharkov nahe der Grenze zu heftigen Kämpfen kommt. Der Ukraine die Möglichkeit zu nehmen, diese Waffen gegen legitime militärische Ziele auf russischem Territorium einzusetzen, macht es ihr schwer, sich zu verteidigen. Die Reaktion Russlands fällt außerordentlich scharf aus. So probte Moskau in der vergangenen Woche die Einsatzfähigkeit seiner nuklearen Streitkräfte. Ein deutliches Signal in Richtung Westen. Am Sonntag betonte der russische Außenminister Sergei Lavrov auf Nachfrage eines Journalisten, dass vom Westen organisierte Angriffe auf das russische Mutterland die finale rote Linie Russlands sei. Мы видим, что оттуда звучат все более и более воинственные заявления со всех уровней высочайших. Наша позиция, она более хладнокровная такая, конкретная. Вот насколько высок риск, на ваш взгляд, что они незаметно для себя перейдут ту самую последнюю грань, когда мы ответим так, что мало не покажется? Я вас уверяю, что они незаметно эту грань пересечь не смогут. Der von Washington und London vorangetriebene Kurs führt die NATO gefährlich nahe an einen direkten Krieg gegen Russland heran. Entsprechend alarmiert reagieren einige NATO-Mitglieder. So mahnte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zur Vorsicht. Ihr Stellvertreter, der Vorsitzende der italienischen Lega, Matteo Salvini, wird hingegen deutlich in Richtung von Stoltenberg. Wenn sie in der Ukraine kämpfen wollen, sollen Stoltenberg, Emmanuel Macron und all die Bombenleger, die Krieg wollen, dorthin gehen. Der Gedanke, unsere Kinder zum Sterben in die Ukraine zu schicken oder unsere Waffen zum Töten in Russland einzusetzen, ist Wahnsinn. Entweder dieser Herr, der in meinem Namen spricht, da er im Namen der NATO spricht, entschuldigt sich oder er tritt zurück. Denn das italienische Volk hat ihnen kein Mandat erteilt, auf Russland zu schießen. Italien steht mit seinen Sorgen nicht allein. Auch das NATO-Mitglied Ungarn wendet sich gegen den Kriegskurs des transatlantischen Militärblocks. Am Freitag gab der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bekannt, Ungarn werde seine Position innerhalb der NATO überdenken. Was sich heute in Brüssel und Washington abspielt, sieht aus wie das Aufwärmen für einen möglichen direkten militärischen Konflikt. Man kann es sicher als Vorbereitung des Kriegseintritts Europas bezeichnen. Ungarns Position muss neu definiert werden.
Unsere Anwälte und Beamten arbeiten an Möglichkeiten, die es Ungarn erlauben, als NATO-Mitglied weiter zu existieren, ohne sich an NATO-Aktivitäten außerhalb des Blocks zu beteiligen. Wir müssen einen neuen Ansatz, eine neue Definition für unsere Position als friedensfreundliche Kraft innerhalb der NATO finden. Ein Großteil der NATO-Staaten scheint jedoch den Konfrontationskurs gegen Russland mitzutragen. Das zeigt auch die Zustimmung für den Beschluss der Parlamentarischen Versammlung der NATO am Montag. Allen voran marschieren die baltischen Staaten. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas forderte Mitte Mai, die NATO solle Russland vernichten und in kleine Nationalstaaten aufteilen. Am Sonntag empfahl der estnische Präsident Alakaris, man müsse Russland auf die Knie zwingen. Wir werden alles tun, um Russland und Putin in die Knie zu zwingen. Dann wird es möglich sein, ernsthafte Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine aufzunehmen. Für den ukrainischen Machthaber Wladimir Selenskyj geht die zugespitzte Politik der NATO jedoch nicht weit genug. Selenskyj fordert die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine, die von der NATO gegen Russland durchgesetzt werden soll. Ich habe gefragt, ob wir die Raketen, die auf unsere Energieanlagen zufliegen, vorher abschießen können, vom Hoheitsgebiet eines NATO-Landes, vom Hoheitsgebiet unserer Nachbarn aus, ohne in den ukrainischen Luftraum einzudringen. Ich frage also, wo liegt das Problem? Warum können wir sie nicht abschießen? Ist es Verteidigung? Ja. Ist es ein Angriff auf Russland? Nein. Schießt man russische Flugzeuge ab und tötet russische Piloten? Nein. Was ist also das Problem mit der Einbeziehung von NATO-Ländern in den Krieg? Es gibt kein Problem. Eine direkte Beteiligung der NATO an den Kampfhandlungen in der Ukraine würde von Russland als Kriegseintritt bewertet werden. Unmissverständlich warnt der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medvedev über X. Wenn die Amerikaner unsere Ziele treffen, bedeutet das den Beginn des Dritten Weltkriegs. Während die NATO auf eine direkte Konfrontation mit Russland zusteuert, muss man die Frage stellen, ob sich der Dritte Weltkrieg noch verhindern lässt. Skeptisch analysierte der serbische Präsident Aleksandar Vučić die aktuelle Lage. Meiner Meinung nach wird es immer schlimmer werden. Und es könnte sein, dass wir eine größere Tragödie als den Zweiten Weltkrieg erleben werden. Ich fürchte, wir steuern auf einen großen Weltkonflikt zu und nur wenige wollen ihn aufhalten. Wenn die Kriegsmaschine anfängt, heiß zu laufen, dann gibt es eine Militärlobby und eine Lobby der Militärindustrie, die wollen, dass es noch intensiver wird. Und dann gibt es keine Friedensbemühungen mehr. Es ist schwer zu stoppen. Was meint ihr? Wie viel Zeit bleibt noch, um eine militärische Konfrontation zwischen NATO und Russland zu verhindern? Lässt sich der Dritte Weltkrieg noch abwenden? Welche Schritte sind dafür nötig? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.